Wo gehen wir jetzt als nächstes lang? Wir mussten letztes Mal gegen sehr starke Koopas kämpfen. Wir können entweder in eine Röhre reingehen oder nach links gehen. Ehrlich gesagt, ich gehe erstmal in die Röhre rein. Aha! Und da kommen wir hier wieder raus. Perfekt. Hier wollte ich sowieso nochmal hin, Freunde. Hier in Paper Mario 64. Denn mit Paracarry können wir hier nochmal einen Brief abgeben. Ich weiß nicht genau, an welchen Buhu. Wir werden einfach nochmal mit allen reden. Und dann werden wir schon herausfinden. Ah, er ist schon direkt. Perfekt. Ja, hier. Du bist Frankie, alles klar. Dann nimm den Brief und wir hauen wieder weiter ab. Vielen Dank. Wie schön, ehrlich ist es da. Das ist von jemandem, der mit nützlichen Items aller Welt handelt. Er hat ein gutes Auge für Items. Endlich hat er etwas auf Lager, das ich schon so lange haben will. Oh, so cool, Mann, ey. Was hätte ich vergessen? Willst du das für mich zustellen? Tut mir leid, dich damit belästigen zu müssen. Bitte bring diesen Brief an ein Kind in Toadtown. Der Name ist Dainty. Meistens spielt er mit seinen Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Er muss Züge wohl sehr gern haben. Buhlichen Dank. Alles klar, sobald wir wieder an der Oberfläche sind, machen wir das. Ist mir gerade aufgefallen, wir sind hier angekommen. Dann können wir auch mal eben den Brief abgeben. So. Aber ich habe das starke Gefühl, dass wir jetzt wieder kämpfen müssen. Also, los geht's, ich bin bereit. Letztes Mal war es sehr knapp, ich bin fast Game Over gegangen. Das war sehr, sehr knapp. Ich glaube, jetzt habe ich auch keine Items mehr, oder? Nee, nicht wirklich. Was ist das hier? Kann ich schieben? Ja, ich kann es schieben, aber wohin will ich es denn schieben? Damit können wir, lass mal sehen, Paracarry auch nochmal upgraden. Dann hätten wir jeden auf Superrang. Ist das so richtig? Das bringt doch gar nichts. Was will mir denn der kleine Bock hier sagen? Vielleicht müssen wir hier später zurückkommen? Ich dachte, hier würde es weitergehen. Nee, das funktioniert nicht. Okay, geht's hier nicht weiter? Okay, das hier ist ja zur Buhu. Zum Buhu Villa. In der Röhre waren wir noch nicht drin und. Was auch immer das hier ist. Okay, ich geh mal in die Röhre rein. Vielleicht hilft die uns weiter. Nee, das war mir schon klar, dass wir hier landen würden. Nee, das ist ja wieder der Rückweg. Oder muss... Warte mal. Wartet mal, Freunde. Vielleicht muss ich doch hier irgendwo lang? Vielleicht war das nicht der richtige Weg nach unten? Vielleicht nach links? Waren wir hier links überhaupt schon mal? Ah, ich kann mich erinnern. Ich glaube hier... Warte mal. Ja, hier waren wir schon mal, aber ich habe mich hier nicht umgeschaut, weil ich dachte, das wäre für später. Vielleicht ist jetzt schon später? Bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber schauen wir uns mal um. Das kann ja nicht schaden, sich umzuschauen hier ein bisschen, ne? Oh, hallöchen, Kollege. Ah, ja, hier waren wir. Den goldenen Block können wir hier nicht wegmachen. Außerdem lassen wir die Gegner mal hier alleine. Ich möchte mich nämlich nur umschauen. Bin nur zu Besuch hier. Ich bin noch freiparken, nur zu Besuch. Nee, freiparken war das nicht. Das war hier, zu Knast, nur zu Besuch. Okay, also hier unten müssen wir später hin. Verstanden. Da oben können wir noch nicht hin. Ich habe zumindest keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Boing. Hier links können wir mal reinchecken. Hier sind Gegner. Trampolin. Okay. Boing. Was haben wir hier drin? Ein Orden? Ja, ein Power-Hauer-Orden. Mario trifft einen Gegner mit voller Kraft. Also mehr Schaden mit dem Hammer, oder wie soll ich das verstehen? Okay. Moment, wo ist denn der? Bin schon voll vorbei. Hammer. Ah, hier, Powerhauer. Nur eins? Verbraucht 2 BP und verschafft einem Schlag gegen einen Gegner mit dem nötigen Schwung. Puh. Ja, wir haben doch schon Erdbeben. Allerdings haben wir Erdbeben viel früher bekommen und. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Lassen wir es erstmal. Hört sich jetzt nicht so krass an, wenn ich ehrlich bin mit euch. Warte, mehr ist hier nicht? Ist da nicht irgendwas? Nee? Das Wasser kann ich auch nicht. Okay. Kann ich hier vielleicht einen Donner rechts?
Hier lang? Verstehe. Los, schnell! Yeah! Geschafft. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Das ist jetzt komplett neu. Keine Ahnung, ob wir gegen den schon gekämpft haben. Hä, ja, warte mal. Das ist ja aber nur für ein Sternstück. Das ist jetzt nicht, um weiterzukommen. Denk dran, wir suchen nach einer Röhre, die uns wieder zur Oberfläche führt. Und nein, damit meine ich nicht den Rückweg. Das bringt ja nichts. Dann sind wir wieder im Eingang. Wir wollen den Ausgang finden. Als ob. Oh Mann. Oh Mann. Und scheinbar haben wir die noch nicht gescannt. Na gut. Dann wird's mal Zeit, ne? Ja, also das ist ein Paraglumba. Es sind fiese, geflügelte Gumbas, die in den Tunneln von Tautan leben. 7 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Ebenso wie die Paragumbas verlieren sie ihre Flügel, wenn sie angegriffen werden. Danach sind sie normale Gumbas. Glumbas. Das ist mir schon klar. So, und ich würde sagen, für unser nächstes Level pumpen wir uns auf jeden Fall OP. Weil wir jetzt wieder so viele Orden letzte Zeit bekommen haben. Und das vermutlich unsere beste Taktik im Moment ist. Ich mache, glaube ich, einen Sternsturm. 7 Angriff auf alle? Instant gewonnen. Ja, klar, verschwende ich jetzt mehr oder weniger 2 Sternleisten damit, aber die werden sich ja immer wieder aufladen, wenn ich genug gekämpft habe. Das ist ja nicht das Problem. Ah, das hast du davon mit deinem Erstangriff, Blödsinn. Was, ich gebe nur 1 XP? Das hat sich ja absolut nicht gelohnt. Hätte ich einfach wegrennen sollen. Oh Mann. Das ist traurig. Kann man da nicht runter? Nee. Hey, komm. Hey. Warum ist hier eine Röhre? Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann hier nach unten. Aber mit. Ah, nee, das ist nicht von Ort, genau. Kann ich hier nicht rüberfliegen? Nee, oder? Das wird nicht reichen. Nee. Aber hier ist doch keine gebrochene Wand oder sonst irgendwas. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, bin ich gerade ein bisschen stuck. Irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwo gibt es noch einen Ort, wo wir noch nicht waren, wo wir lernen könnten. Ach komm. Kollege, du gibst mir 1 XP, du. Das ist ein Scam! Ja, der ist ein Scam. Hey, seht ihr das? Da kommt mein ganzes Geld. Ja, ich schau mir mal ein bisschen um. Hä? Hey, was? Wir sind Scheigeil. Warum ist hier ein Scheigeil? Hey. Bleib stehen. Ich wollte eigentlich gerade den Brief abgeben, weil im Untergrund habe ich nichts mehr gefunden. Aber hier ist einfach ein Scheigeil. Da. Ich hab ihn erwischt. Hey. Okay. Ich gebe jetzt trotzdem eben schnell den Brief ab. Aber was sollte denn das? Was zur Hölle? Okay, er ist es nicht. Hier irgendwo beim Bahnhof sind kleine Kinder. Ah, hier sind sie. Einer von denen ist der, den wir suchen. Ah, der rote direkt hier. Hier, Dainty, das bist dann wohl du. Bitteschön, nur für dich. Vielen Dank! Wow, ich meine, wow! Das ist eine Einladung in die Spukvilla! Oh nein. Ich hatte nicht gedacht, dass ich eine bekommen würde. Alle Kinder in der Stadt reden von dieser Einladung. Jeder hat sich gefragt, ob sie wirklich kommen würde. Aber jetzt, wo sie da ist, muss ich wohl gehen. Miniti, bist du mutig genug, mit mir zu gehen? Weißt du, ich bin momentan sehr beschäftigt und, oh ja, ich habe gerade eine tolle Idee. Fragen wir doch das Yoshi-Kind aus Yoshis Siedlung, ob es mitkommt. Du hast es doch erst letzte Woche von ihm einen Brief erhalten, nicht wahr? Du weißt schon, der Brief von der Insel. Schreiben wir ihm doch einen Brief über das gruselige Abenteuer, das wir haben werden. Hey, Herr Postbote, bringen Sie diesen Brief an das rote Yoshi-Kind in Yoshis Siedlung? Da waren wir zwar noch nicht, aber werde ich tun, sobald wir da irgendwann mal ankommen werden. So. Und? Wo ist der Scheigei? Polizei, hinterher! Ich habe keine Ahnung, wo der sein mag. Ich weiß nicht. Ach, hier ist er. Hey, du kleine Ratte, nimm deine Pfoten. Gib mir meinen Rechter zurück. Was zum? Rennt er da mit einem Rechner weg?
Ich kann's nicht fassen, wie sollen die jetzt bitte ihre Aktien machen? Unverschämt. Ist er hier? Nee, hier ist er nicht. Okay. Ist er nach links gerannt? Ich weiß, ich habe davon gelabert, dass wir hier in dieses Haus müssen. Und unter uns es eine Röhre gibt, aber die habe ich jetzt einfach nicht gefunden. Vielleicht ist sie für später gedacht. Ich bin mir da wirklich nicht sicher mehr. Okay, ich finde den hier nicht. Rennen wir erstmal zurück, weil ich habe da noch andere Scheigers gesehen. Vielleicht geben die mir jetzt einen Tipp, wo sich dieser Scheiger befindet. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen verzweifelt. Und ich brauche ein paar verzweifelte Scheigeis, damit ich weniger verzweifelt bin. Kommt her! Bam! Okay, einen habe ich. Und bam, den anderen habe ich auch. Ah, ich danke dir. Ach, die Blumen sprechen dir ihren Dank aus, Mario. Ach, kein Problem. Was macht Merlin da? Schläft hier einfach draußen rum. Hey. Oh, du bist es, Mario. Oh, gutes Timing. In der Stadt scheint heute ziemlich viel los zu sein, aber das geht mir nichts an. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich hatte die Stimme eines Orakels. Seine Stimme war so ätherisch. Gehst du ständig im Kreis rund um die rote Palme in der fernen Wüstenstadt staubtrockener Vorposten? Wird etwas Gutes geschehen? Das sagt die Stimme in meinem Traum. Allerdings macht das für mich nicht allzu viel Sinn. Andererseits beschäftigt es mich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann. Wenn du herausfindest, was es bedeutet, sag es mir bitte. In der Wüste gibt es eine rote Palme und da sollen wir die ganze Zeit im Kreis drehen? Oder im Kreis rennen oder so? Ich habe nie eine rote Palme gesehen und ich habe sie komplett vergessen. Keine Ahnung. Kein Shop? Achso, ohne Rechner. Ja, sorry, Mann. Ohne Rechner kann ich natürlich keine Aktien machen. Hm. Na gut, da hast du recht. Ich weiß nicht, wo ist er denn langgelatscht? Ist hier noch einer? Sind die überall auf der Stadt verteilt? Ah, Worte plagen mich. Ich brauche das Wörterbuch. Ja, die sind auf jeden Fall in der ganzen Stadt verteilt. Vielleicht muss ich erstmal alle finden. Hm. Haben wir da eine Röhre schon drin? Sehr links. Ne, da kann ich nicht lang. Wir kriegen bestimmt irgendwann später eine Ability, womit wir diese Flöße benutzen können. Das muss ja eigentlich so sein, ne? Okay, wo waren wir noch nicht? Hier rechts waren wir noch nicht. Wenn hier rechts noch irgendein Scheiger ist. Oh. Warte mal. Die ganzen Koopas. Ist das ein normaler Koopa? Hat ein normaler Koopa schon Sonnenbrillen? Ich glaube schon. Das habe ich jetzt gerade sagen wollen, dass ich die ganzen Gegner zu stärkeren Gegner verwandelt habe. Aber nein, der sah schon immer so aus. Bin ich halt nicht gewohnt, dass die Koopas mit Sonnenbrillen rumlatschen. Okay, sorry. Bin ich halt einfach nicht gewohnt. Wir waren halt überall jetzt, ne? Nur hier. Nicht. Aber hier waren wir letztes Mal schon und da war alles leer. Hier ist immer noch alles leer. Hm. Keine Ahnung, Freunde. Okay, keine Ahnung, wie man darauf kommen soll oder ob ein NPC einen den Tipp dafür gibt. Aber ich habe mich jetzt hier nicht weitergefunden. Ich war nochmal im Untergrund, war nochmal hier überall. Und die Lösung, um zu Kapitel 4 zu gelangen. Es ist also eigentlich sehr simpel, aber wie gesagt, wie kommt man darauf? Man geht in dieses Haus rein, man merkt, okay, Haus ist leer, hier ist nichts. Und auf einmal kommt da so ein Scheigei, wenn man sich ein bisschen umschaut. Oh nein, es ist Mario. Kommt ein pinker Scheigei hier rein, den wir, glaube ich, auch das erste Mal in diesem Spiel hier sehen, glaube ich. Und ja, okay. Passiert nichts, ne? Mit Lady Boo dabei können wir uns aber einfach verstecken. Und dann irgendwann kommt der herein, haben wir gerade gemerkt. Und dann denkt ihr sich? Dumm-di-dumm. Keiner da? Okay. Und wir erfahren, dass hinter der Wand ein Raum ist. Mit einem Geschenk. Eine Spielzeugkiste. Was da wohl drin ist. Das ist nicht nur eine Spielzeugkiste. Das ist Shy Guys Spielzeugkiste, die zu Kapitel 4 Spiel mit dem Zeug führt. Oh Mann, der Titel. Ja,
Kann man drauf kommen. Finde ich aber ein bisschen nervig gemacht. Ich finde, da hätten ein paar Toads irgendwie sagen müssen, hey, hast du dieses komische Haus schon gesehen? Ich habe gehört, da wohnt ein Scheiger oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Muss ich A drücken? Ja, muss ich. Okay. Ach, von hier kommt diese Musik. Ah. Ja, Klassikermusik. Klassiker. Das ist eine richtige Treumusik irgendwie. Was ist das denn hier? Ist das der Ausgang? Nein, hier sind Shy Guys. Alles klar, es geht einfach direkt los hier in diesem Gebiet. Wir sind hier basically in einer komplett neuen Welt, wo wir uns mit komplett neuen Gegnern kriegen müssen. Gelbe Shy Guys. Ja, also Shy Guys halt, ne? Das sind regelrecht der Tunichgute. Richtige Schlingel. 7 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Manchmal setzen sie akrobatische Attacken ein, die über eine Angriffskraft von 3 verfügen. Wer weiß schon, was in diesen Störenfrieden vorgeht. Ich glaube zwar, dass sie gefährlich sind, alles in allem, aber eher harmlos. Ja, die machen nichts als Ärger. Hey! Stoppt da über mich rüber! Alter! Verdammt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht ablocken. Die sind mir zu gut, Mann! Erdbeben oder Sprung? Ich glaube, ich mach den Sprung, Erdbeben, den Erdbebensprung, den Sprung Erdbeben, den Erdbeben, den Erdbeben. Sehr schön. Du machst den mal platt. Du machst ja 4 Damage. Oder nicht? Oh, das war jetzt der Dreierangriff. Ach, verdammt. Okay. Boah, die sind nicht schlecht. Die sind nicht ohne. Das nervt mich aber auch, dass sie nicht ohne sind. Ja, gute Frage. Ich kehr erstmal den Vord... Ernsthaft? Okay. Okay. Alles klar. So, alles noch auf einem Leben. Aber zumindest kriegen wir die Wahrsagerin nochmal. Merli. Reduzierten Schaden nehme ich mit. Sehr schön. Sehr schön. Gar kein Schaden. Haha. Haha. Take this. Bam. Okay, unser erster Kampf lief nicht ganz so gut. Aber ich muss auch erstmal die Gegner hier verstehen. Okay, aber warum ist da ein schwarzer Shy Guy? Hey, der bewacht da die Truhe. Hey! Hm, was willst du? Halt dich von der Schatzkiste fern, Kumpel. Sie gehört mir. Leg dich nicht mit mir an. Kämpfen. Du willst kämpfen? Hast du einen Knall? Gegen mich hast du keine Chance. Bist du sicher, dass du kämpfen willst? Kämpfen. Wie du willst. Ich nehme die Herausforderung an. Jetzt geht's rund, Kumpel. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Das ist bestimmt richtig einfach, oder? Also bitte. Gib mir die Hinweise. Der Anti-Guy. Ja, das ist der Anti-Guy. Seine Attacken sind so stark, dass man ihn auch Vernichtungs-Guy nennt. 50 KP, 10 Angriff, keine Verteidigung. Wenn er eine akrobatische Attacke ausführt, beträgt seine Angriffskraft 12. Also versuche ja auszuweichen. Dieser Kerl ist knallhart, also nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Ernsthaft? Das ist der krasse Bube hier? Irgendwie glaube ich das nicht. Aber, okay. Ich soll ihn ernst nehmen. Also bis dann lässt er sich auf den Kopf springen. Ja. Ja, 9 Schaden. Schon mal ganz gut. Oh, was? Okay, die haben nicht gelogen hier. Ich bin tot. Da war viel zu viel Schaden. Ja gut. Erfrischung könnte ich machen. Muss ich ja auch. Sonst bin ich tot. Ich habe keine Heil-Items. Warum habe ich keine Items gekauft? Bin ich dumm? Wie komme ich nicht auf die Idee, Heil-Items zu kaufen? Wenn ich weiß, ich komme jetzt in ein neues Kapitel rein. Ja, ich weiß auch nicht, meine. Ich weiß auch nicht, Mann. Bei mir stimmt irgendwas nicht im Kopf, glaube ich. Ich wechsle dich mal aus zu Lady Boo. Damit wir mehr Schaden machen können. Und Unsichtbarkeit machen könnten, theoretisch. Und tot.
Nee, noch nicht. War fast. Damn. Lähmt alle Gegner für eine kurze Zeit. Kann ich ihn das den berühren? Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Schwerer. Klappt nicht bei ihm. Perfekt. Komm. Hau ab. Ich bin Game Over jetzt. Oh, es geht nicht mal. Es geht nicht einmal. Okay, verstanden. Ich bin Game Over. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Hä? Was war mit meinem Orden? Okay. Ich kann nicht fliehen. Was soll ich bitte machen? Kämpfen? Die wollen wirklich, dass ich gegen diesen kranken Irren kämpfe. Ich dachte, das Spiel hat mich so aus Joke so gefragt. So, hey, bist du sicher, dass du kämpfen willst? So. Aber nein, das ist ja wirklich ernst gemeint hier alles. Ja, unsichtbar. Und da versuche ich die ganze Zeit diesen Power Jump. Keine Ahnung. Das alles fällt mir hier nicht ein. Boing, boing. Das wäre schon lustig, wenn wir ihn besiegen würden, oder? Ich meine ja nur. Ich hatte doch den Voltepilz. Ich weiß aber leider nicht, wie der funktioniert. Und den 5 Schaden. Das lohnt sich bei dem nicht. Ich muss jetzt richtig gut spielen eigentlich. Nein! Der rifft an! Warum rifft er an? Ja, toll. Ja, alles klar, verbeug dich noch. Okay. Ah, Game Over. Okay, der Anti-Geil ist sehr stark. Da soll ich mich vorbereiten. Und... Das ist jetzt doof, der Scheigeil. Die drei Scheigeils, die wir vorher besiegt haben, die müssten wir theoretisch nochmal neu besiegen. Aber bevor ich das mache, schaue ich mich erstmal um. Ich muss mich erstmal hier umschauen. Okay, wisst ihr was? Ich bekämpfe mal kurz den Scheigeil hier rechts. Alles klar. Nochmal ganz schnell besiegt. Mit ungefähr gleichem Leben. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr noch. Wir kämpfen jetzt noch nicht gegen den Anti-Guy. Den möchten wir vorbereiten. Aber ich will wissen, was das für ein Jester hier ist. Der sieht lustig aus. Ich mag ihn. Hey, Kollege! Bam! Oh, zwei davon direkt. Die tanzen auch. Was seid ihr? Das ist ein Groove-Guy. Groove-Guys tragen seltsame Klamotten. Vermutlich ist es Bühnenkleidung. Psst, du weißt doch, wie Künstler sind. Maximal 7 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Hin und wieder rufen sie auch Verstärkung. Oder sie wirbeln vor dir herum, um dich zu verwirren. Diese Kerle sind Nervensägen, also lass sie uns besiegen, bevor sie lästig werden. Verstehe. Dann Angriff. Bam. Bam. Schade, ein KP überlebt leider. Okay. Hat keinen Schaden gemacht. Und dann macht er einen Paarungstanz. Dann kommt der nächste dazu. Ich komm, ich werd verrückt hier. Das geht aber so gar nicht! Cooper! Zeig dir mal, wie wir das hier zu Hause regeln! Bam! Alle drei Schaden. Der eine ist schon mal weg. Ja, doch! Die geben auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte. Vor allem rufen sie auch immer wieder neue Kollegen. Das heißt, ich kann immer wieder farmen und farmen und farmen und farmen. Doch, die mag ich. Die sind lustig. Auf so einen Kampf lasse ich mich auf jeden Fall ein. Bam. Bam. Bam, 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 bam. So, und du kannst den hinteren K.O. schlagen, wollte ich sagen. Ich konnte den hinteren aber nicht auswählen. Schade. Ach, Mann. Dem Angriff bin ich nicht gut zu sprechen, du. Ja, komm. Mach den vorderen weg. Und Cooper macht den hinteren weg. Und dann haben wir... Ja... Circa 10 Experience Points oder so. Ach, du machst nur 3 Schaden. Du bist so schwach, Cooper. Du bist so schwach. Deshalb habe ich immer leider die Boo draußen, weil sie ist stark. Und ihr seid alle schwach. Das kann doch nicht sein. Irgendwie muss das doch möglich sein, dass man die Partner nochmal levelt, oder? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Das muss doch irgendwie möglich sein, Mann. Trotzdem coole Gegner. Find ich.
Ziemlich nice. Items. Hier. Komm, Mario. Hallo. Kann man Ihnen helfen? Nein? Okay. Eine Münze. Perfekt. Bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich bin in einem Kinderzimmer, glaube ich. Bam. Der hat ein Item. Oh, das ist ein Orden? Ich glaube, das ist ein Item. Kollege. Oder Kollegen. Ich möchte euch besiegen. Warum sind die jetzt grün? Hat das irgendwas zu bedeuten? Also hat das irgendeinen Unterschied, dass da eine gelb war, der jetzt grün ist? Oder ist es ganz egal? Ich brauche sie nämlich nicht scannen. Das sagt mir irgendwie, ist es ganz egal. Und das war halt jetzt doof, dass ich den letzten Treffer da nicht gelandet habe. Aber was soll's. So. Das sind jetzt auf jeden Fall laut Spiel die gleichen Gegner. Sieht ja nur anders aus. Okay, ich würde sagen, ich behalte dann erstmal Lady Boo draußen. Bis ich halt irgendwie ein neues sehe. Dann packe ich direkt wieder Gumbare rein. Soll es auch immer sein. Feuerblume! Ja, ist halt ein Item. Ist ganz okay. Am Anfang des Spiels war es viel effizienter. Überall Spielzeuge und Shy Guys. Die haben alle. Ach, das sind alles geklaute Items. Kann das sein? Schitter? Ah, was? Noah oder NWT oder Aunt? Keine Ahnung. Warum schön irgendwie sagen, lasst ein Like da oder so. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist so meine Vermutung, was es bedeuten könnte. Komm her! Ah, immer sind zwei. Warum auch immer sind es immer wieder zwei. Und da gibt's erstmal eine bricke fette Slap. Leider nur vier. Haben wir das Gefühl, das Timing wird immer schwieriger. Ja, komm, killen wir den direkt. Das war richtig dumm. Weil er hat den Effekt. Aber jetzt habe ich ihn schon angegriffen. Jetzt erledige ich auch einen Job. Bam. Ja, das auszuweichen ist gar nicht mehr so schwer. Aber wie habe ich das nicht geschafft mit 5? Ja, jetzt geht's so. Also. Bam. So, und ein Hüpfer. Reicht schon, macht direkt 2 Schaden. Bam. Tschüss, Kollege. Man sieht sich. So, gib mir den Rechner. Blefs Rechner. Bring ihn zu ihm zurück. Habe ich vor. Muss ich alle besiegen? Ich schätze schon. Aber gut, dass wir hier schon mal angefangen haben. Weil ich hätte jetzt auch irgendwie in eine Story oder so reingehen können. Aber ich bin nach links abgebogen. Hier sind halt scheinbar geklauten Gegenstände. Können wir gleich wieder den Orden da unter anderem nutzen. Das sehe ich halt sehr als Vorteil an. Bam! So. Und nochmal ein paar Slaps. Einfach nur, weil ich Bock habe. Das reicht schon. So. Jetzt dreht er sich auch beim Kreis. Der andere tanzt. Macht seinen Freudentanz. Weil er Mario sieht. Großer Idol. Kann ich verstehen. Mario ist doch ein toller Latzhosenträger, du. Wer mag ihn nicht? Du. Tschüss. Das sage ich auch zu euch. Denn die Folge ist dann hier für euch vorbei. Wir haben hier an diesem Gebiet angefangen. Backbeschung. Ich habe ein KP wieder, ja? Es ist aber für Kuchen. Vielleicht sollen wir es lieber backen. Ja, wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich werde die beiden hier nochmal kurz besiegen. Ich spule das hier fürs Outro vor. Weil ist halt sehr uninteressant. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.